Ach, knapp daneben ist auch vorbei. Unfälle zur Folge. Ich will dich rechtfertigen. Mist. Ist nun wirklich nicht möglich. Aber, Arsch. Ah, der hat nicht mehr was dabei. Okay, ich muss echt. Okay, ich hätte echt gedacht, dass. Mist. Ich glaube, der hier hängt irgendwo fest. Links und dann rechts, okay. Ah, warte mal, wir haben ja so viele davon. Jetzt würde ich mal ein Medkit benutzen. Wenn wir heute haben, was wir uns dann unendlich gefühlt drauf reinballern können, ist das gerade ein Medkit. Ist das ärgerlich. Wenn ich nachlade, verliere ich dann eigentlich. Nee, okay. Geradeaus. Kann ich mich hier eigentlich reinhacken? Es hört sich halt einfach so an, als ob hier noch ein Alien rumflügelt, ne? Kriegt uns recht. Am Arsch. Zum Symmetrum. Oh. Nee. Ist bestimmt Böses im Busch, oder? Auf dem Bild da links sieht das so ein bisschen so aus, als hätte der, wenn man hier ganz kurz nur so schnell hinguckt, ist, als hätte der Hiwi, der hinter dem Mann steht, der hier, mit gebrochenen Arm und hält ihn, oder hält ihn ganz komisch, aber das ist ein zweiter Hiwi. Lull. Was muss ich jetzt? Simtowers. Sneak, sneak. Oh no. Ich muss jetzt wieder Zeit totschlagen, ne? Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitreisenden. Hinterlassen Sie keinen Abfall. Da hatte ich gerade einen Nachladeleck. Irgendwie war das gerade richtig komisch. Meine Bitrate ist gerade auch irgendwie rot. So, unschön. Bitrate, könntest du das unterlassen? I don't trust you. Okay. Gefahreneindämmung, Alter. Ah,
blöden Hiwis, ey. Können wir auch kreuzweise. Haltestelle für San Cristobal Krankenstation und Six and Synthetics. Ich habe gerade den Täter an den Terminals im oberen Bereich von Six and Synthetics. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ricardo, Sie müssen sich konzentrieren. Sie haben jetzt das Sagen. Das Sagen? Das Sagen über was? Ein Raum voller Leichen. Leichen, das ist doch alles absoluter Unsinn. Wo muss ich denn hin? Okay. Konzentration, Ricardo. Wenn Samuels mit Apollo kommuniziert, kann er die Androiden abschalten und dann ist alles vorbei. Finden Sie Samuel zum Season Synthetics. Season Synthetics. Also muss ich jetzt hier raus und dann da rechts rein, okay. Also. Ach, das war doch der Kack, wo ich hier die... Sie den auch zurück zu Six and Synthetics, ja. Ich würde sagen, es ist gerade. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr so paranoid nach oben gucken, ne? Erstmal. Vorübergehend. Hi. Geht's Ihnen gut, Mister? Ich will da nicht raus. Ripley, da ist eine Sicherheitswarnung in den Laboren nebenan angegangen. Aufzüge sind außer Betrieb. Scheint, als hätten die Sixen-Syntheten was gegen ein herumschnüffelndes Modell von Weyland-Yutani. Wie komme ich jetzt nach oben? Sie müssen klettern. Es gibt da irgendwo einen Wartungsschacht, der zum Aufzug führt. Der hat die Lektüre auf jeden Fall verschlungen. Du dumm. Smith liest das. Sei nicht böse, aber ich bin durch den Aufzugsschacht und habe die Zugänge hinter mir abgeschlossen. Mir war ein Hiwi auf dem Fersen. Ich musste weg, wenn du was findest, um durch die Platte zu schneiden. Der Code lautet 83. 83. 82. Wow, ja, der ist sehr schwer zu merken, der Code. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich komme zurück nach unten. Keine Spur von den Todetaben, aber ich habe hier einen Haufen Waffen und Vorräte. Waffen, Vorräte, das hört sich doch gut an. Vorposten des Fortschritts, nein. Sixens gebrechlicher Ursprung. Während Wayland Industries das Feld in Sachen Überlichtreisen anführte, hatte Sixen Erfolg bei der Massenproduktion der Flugkomponenten für den darauf folgenden Großaufbruch in den Weltraum. Die anschließende Überexpansion und der Ruf, kostengünstige Alternativen von Wayland-Yutani-Produkten zu entwickeln, ist von öffentlichem Interesse. Heutzutage versucht Sixen, die Schicksale kränkelnder Kolonie ihrer Außenposten zu kehren.
Man investiert in Stationen wie Sevastopol mit Sixen affiliierten Firmen, sehen sich an. Doch die im heimischen Sonnensystem wirkungsvollen wirtschaftlichen Muster versagen im Weltraum. Auf Sevastopol liegen die schlichten, massenweise produzierten Androiden noch in ihren Kisten. In der Forschung, oh Gott, in der Forschung sind die Geräte noch wie bei ihrer Lieferung in Plastik gehüllt. In den Handelsdocks floriert aber der Schwarzmarkt, auf dem sich die Stationsbewohner verlassen. Sevastopol ist eine Geisterstadt, die niemand scheint das zu interessieren. Na, das ist ja super. Okay, also heißt, wenn ich mich jetzt hier durchschnibbele gleich links. Oder wo muss ich hin? Achso, da muss ich sogar hin. Aber dann war ich hier ja schon mal, oder? War ich hier schon? Ich bin mir echt nicht sicher. Ich weiß, wo ich bin. Jo, genau damit habe ich gerechnet. Basteln sich jetzt gerade kurz ihre eigene Armee da mal ein bisschen zusammen. Na schick. Schick, schick. So, ich muss noch ein Stück nach oben. Oh, ich hasse die Steuerung manchmal in so nahen Dingen, wenn die Kamera da übel hart reagiert. Ach so! Zugangscode eingeben, was war's? 8382, ne? 382. Hat sie nicht irgendwas gesagt von wegen einem krassen Lager mit Waffen und Muni und so? Okay. Da sollte ich vielleicht nicht runter. Nicht runter, sorry. Das mit glatt weg gerade die Stimme verreckt. Hä? Und jetzt? Ich kann da nicht rein, das ist zum Fahrstuhl. Ich kann nicht. Ah! Ich kann hier dran klettern, eventuell. Wa? Ist auch auf jeden Fall hundertprozentig sicher, weil unter mir ist ja nur ein Fahrstuhl. Schnell weg. Schön. Oh, so. Ich würde sagen, ich könnte doch hier eben irgendwo hochklettern. Schnell, 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 schnell. Das Ding stürzt doch zu 99,1% auch gleich ab. Oder auch nicht. Gut, okay. Wahrscheinlichkeit hat sich anscheinend gerade verringert. Hi, Woodwiese.
Ach Gottes Willen, alles gut. Ich bin dann nachher kurz danach auf den gegangen, also von daher. Solange du die nie freigeschaltet bekommen hast, beziehungsweise ist alles gut. Oh, ich kann ihn nicht looten, der lebt doch gleich noch wieder, oder? Du auf jeden Fall, mein Freund. Bleib bloß liegen. Wieso kann ich den denn nicht... Hallo? Nee, kann ich echt nicht looten. Er ist schon... Sehr gut. Ist schon creepy, die Viecher. Natürlich. Ricardo, ich bin hier. Sieht aus wie ein Friedhof für Syntheten. Irgendwas hat die Syntheten hier auf jeden Fall in der Luft zerrissen. Die Frage ist, oh no. Nur was? Und die zweite Frage, wo ist denn... Der lebt auf jeden Fall noch. Oh, ich muss den auch nachladen. Oh, shit. Das wusste ich nicht. Du magst zwar auf dem Boden liegen, aber ich trau dir trotzdem nicht. Ah, Gott. Alles klar, bis später. Okay, gut. Da kann ich auch nichts machen. Ach du Scheiße. Boah, ich schwöre, wenn die alle... Oh nee. Ich will den Strom nicht wieder anschalten. Ich glaube, das... Oh Gott, okay, ist wirklich dunkel. Aber ich denke, ich muss so. Was schaltet das denn aus? Das kann man auch ausschalten. Oh, Taschenlampe darüber. Die nehmen wir doch direkt mal mit. Oh, Pumpgun Money. Oh ja. Die Pokerchips. Und ein Terminal. Uch. Neuformatierungskammer, oh Lord.